ich bin genug, ohne und das, was mir in der Vergangenheit passiert ist und das, was in Zukunft noch passieren könnte, lässt mich mehr leiden, weil es nicht existiert. Was mich leiden lässt, sind meine Gedanken daran. Ich bin Zahntechniker. Ich rede mit euch aber nicht darüber, wie viel Kilo Gold ich schon in meinem Leben verarbeitet habe. Ich rede mit euch auch nicht darüber, wie viele Menschen ich schon mit Kronen und Brücken zu einem goldigen Lächeln verholfen habe. Ich spreche mit euch über etwas, was auch ihr tun könnt. Wie ihr anderen und euch selber ein schönes Lächeln schenken könnt. Ich rede mit euch über mein persönliches Goldprogramm. Wie viele von euch hier kennen Hermann Scherer? Dann wisst ihr, Hermann Scherer, rhetorischer Virtuose, lustig, groß. Ich komme aus Ostwestfalen, ich bin mürrisch und unlustig. Also insofern eins ist klar, mein Goldprogramm ist schon mal keine Kopie von Hermanns Goldprogramm. Bei meinem Lebensprogramm vom Goldmagneten geht es einfach darum, wie ihr und ich meine inneren und äußeren Miesepeter erkenne und wie ihr sie tatsächlich lenken könnt und wie ihr damit arbeiten könnt. Mein Programm vom Goldmagnet basiert auf meinen jahrzehnteübergreifenden Fortbildungen, Coaches, Trainings sowie zigtausenden Seiten Literatur. Und das Spannende für euch ist, es ist für jeden von euch direkt im Anschluss anwendbar. Habt ihr Lust drauf? Heute ist ein ganz spezieller Feiertag. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber heute ist Miesepeter Griesgram-Feiertag. Und Miesepeter sind Menschen, die stets schlecht gelaunt und unzufrieden sind. Ich sehe es in euren Gesichtern, ihr glaubt es mir nicht. Ihr könnt gerne am Ende des Abends danach googeln. Kurioser Feiertag, heute 29.01. Griesgram-Tag. Kein Witz. Dr. Josie Murphy schreibt in einem Buch, dass Magneten tatsächlich unter ihrer maximalen Kraft das Zwölffache ihres Gewichtes heben können. Aber wenn sie leer sind, ohne Energie, dann sind sie nicht mal ein Magnet, dann können sie nicht mal eine Feder heben, sie sind einfach nur ein Stück Eisen. Und ist es nicht wie im normalen Leben auch? Es gibt einfach Morgende, da wirst du wach, bevor der Wecker klingelt und stehst auf und sagst, boah, heute mein Tag, alles passiert so, wie ich es will. Und dann gibt es diesen Tag, da wirst du morgens wach und kannst nicht mal die Snooze-Taste erreichen, weil du einfach völlig energielos bist. So, als wenn dir die ganze Nacht irgendeiner deine positive Energie geraubt hat. Kennt ihr diese Situation? Jetzt, wo ihr ein paar Sekunden über den Miesepeter nachdenken konntet, fällt euch da jemand ein bei euch im Freundes-, privaten oder Umfeld, beruflichen Umfeld? Ich bin mir sicher, dass dem Großteil davon direkt auch jemand einfällt. Ich lade euch ein auf meine persönliche Miesepeter-Entdeckungstour. Sind hier Läufer im Raum, die sich ein bisschen sportlich betätigen? Okay, dann rein in die Laufschuhe und los geht's. Mein bisher größter emotionaler Tag findet hier in Köln statt. Ganz ehrlich, der ist der Tag heute noch nicht mit eingerechnet, danach muss ich die Geschichte neu schreiben. Aber es ist der 1. Oktober 2000. Nur wenige Kilometer von hier startet in Köln-Deutz der 4. Köln-Marathon. Mein persönlicher erster Marathon. Mit 15.395 Mitläufern gehe ich an den Start. Und es ist total gute Stimmung. Sowohl unter den Läufern, wie auch von den Zuschauern. Aber ganz ehrlich, ich wäre lieber alleine gewesen. Weil ich kann mich gar nicht darüber freuen, über die anderen Zuschauer, die positive Stimmung. Weil mein innerer Miesepeter funkt permanent. Marco, hast du in den letzten Monaten richtig trainiert? Hast du gestern Abend gut gegessen? Hast du eigentlich alle Sachen bald, die du brauchst, deine Energieriegel? Und deine Kleidung ist ja immer so ein Thema. Bist du meinst du heute wirklich passend angezogen? Okay, irgendwann verstummt er. Bei Kilometer 10 bin ich so schnell wie noch nie. Das Schlimme ist, ich muss ja noch 30 Kilometer laufen. Bis zum Halbmarathon läuft es richtig gut. Ich bin tatsächlich im Flow, ich fühle mich richtig gut. Denke, super, heute kann nichts mehr passieren. Der Miesepeter ist auch weg. Bei Kilometer 25 merke ich eben auch mal so langsam meine Beine und merke auch, wie mein Miesepeter so langsam sich wieder meldet. Bei Kilometer 30 sind meine Schmerzen so groß und mein Miesepeter so laut,
der einfach sagt, Marco, brich ab, du hast hier keinem was zu beweisen. Ja? Such dir die nächste U-Bahn, fahr zum Ziel, das ist völlig egal. Du musst dich hier nicht abrackern. Ich erinnere mich an einen Satz, den ich gelesen habe. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mehr kannst, hast du erst 40% deiner Kraft verbraucht. Kurz vor dem 35. Kilometer mache ich Begegnung mit dem Mann mit dem Hammer. Kennt ihr hier den Mann mit dem Hammer als Begrifflichkeit? Okay, für alle, die diesen nicht kennen, das ist einfach im Ausdauersport tatsächlich, der Mann mit dem Hammer bezeichnet die Situation, wenn man einen Leistungsabfall hat, der einfach aufgrund des Kohlenhydratmangels vonstatten geht. Ich komme an den nächsten Versorgungsstand. Ein netter Volontär reicht mir koffeinhaltige Getränke, Bananen und positive Worte und schickt mich auf die nächsten Kilometer. Ich schalte auf meinen Kämpfermodus und bei Kilometer 40 schalte ich auf meinen Genussmodus. Ich will die letzten Kilometer nur noch genießen. Ich bin mir sicher, dass ich es schaffen werde. Ich sehe auch die applaudierenden und jubelnden Menschen am Straßenrand. Aber ich kann sie nicht genießen, weil ich höre sie nicht. Ich bin komplett in meinem Tunnel, ich bin eigentlich durch. Aber mein nächster emotionaler Höhepunkt ist beim Zieleinlauf. Ich finische meinen ersten Marathon, Stolz schießt durch jede Ader meines Körpers. Ich kriege die Siegermedaille umgehängt. Ich weiß, es ist keine Siegermedaille, es ist nur eine Teilnehmermedaille. Für mich ist es meine persönliche Siegermedaille. Voller Stolz treffe ich mich mit meinen weiteren Mitläufern und wir liegen uns als stinkendes Stück Glück in den Armen. Voller Dankbarkeit und Stolz gehen wir zu unserer Besuchergruppe. Wir haben uns auf der Kölner Domplatte verabredet. Ruckzuck, wir nehmen die ersten Glückwünsche entgegen und wir sprechen über den Lauf. Und da kommt der erste Kommentar, der einfach sagt, sag mal Marco, du bist ja derjenige, der diese Strecke am meisten genossen hat. Du warst am längsten unterwegs. Also anders rausgesagt, ich war der Langsamste von unserer Läufergruppe. Sag mal, wäre nicht auch mehr drin gewesen? Hättest du die nicht an den anderen festhalten können? Bam, da ist er, der erste äußere Miesepeter nach meinem Zieleinlauf. Ja, und da schaffst du es direkt, mich von der Wolke 7 auf die kalte Kölner Domplatte zu ziehen. Ich gehe davon aus, sind hier ein paar Kölner im Raum? Okay, dann wisst ihr, dass die Kölner Domplatte natürlich immer ein leichter Wind weht, es immer kühl ist. Und ich sage euch, im Oktober bei Regen nach dem Marathon ist es echt unangenehm. Es ist nicht möglich, sich gut zu fühlen und negative Gedanken zu haben. Und ich fühle mich in diesem Moment gar nicht mehr gut. Die nächsten Tage sind einfach für die Regeneration gedacht. Ich kriege auch überall Glückwünsche und anerkennende Worte, kriege aber auch im Freundeskreis eben mitgesagt, Mensch Marco, kümmere dich doch mal wieder um die wichtigen Sachen, um deinen Job, um die Familie, um die Freunde. Und gleichzeitig gibt es auch die Hinweise, Marco, du weißt schon, so ein Marathonlauf, der ist ja auch für den Körper gar nicht so gut. Weißt du, dass einer von 40.000 tatsächlich eben auch daran stirbt an den Folgen? Merkt euch, Miesepeter geben gerne ungebeten Ratschläge. Einige Jahre und 5 Marathon später sitze ich am Sonntagabend in meinem Büro. Ich lese noch einmal die E-Mail für meine kommende Woche. Ich bereite mich auf einen Workshop für die Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmenskultur vor. Wann muss ich wo sein und was muss ich mitbringen? Ich verschränke meine Arme, schließe meine Augen und denke nach. Keine 20 Stunden später sitze ich bei herrlichem frühlingshaften Wetter in einem total stickigen Tagungshotel in Frankfurter Flughafennähe. Wir sitzen in einem Stuhlkreis und der erste Teilnehmer stellt sich vor. Er berichtet darüber, über die Schuhe, die er mitgebracht hat. Das sind die ersten Schuhe von seiner Tochter. Er berichtet über die Schwierigkeiten während der Geburt und während der Schwangerschaft. Der nächste Teilnehmer zeigt seinen Ehering. Geformt als Möbiusband. Möbiusband. Eine Sache, die nur aus einer Fläche besteht und nur eine Seite hat. Sie ist irgendwie nicht orientierbar. Es gibt kein Innen und kein Außen. Es gibt kein Oben und kein Unten. Symbolhaft eben dafür, dass Innen und Außen miteinander verschmelzen und für die nie endende Liebe. Okay. Die nächsten Teilnehmer
die nehme ich nur noch dumpf wahr, weil bei mir tatsächlich mein innerer Miesepeter mal ordentlich wieder feuert und sagt, sag mal Marco, bist du dir sicher, dass dieses Stück Blech, was du hier mitgebracht hast, dass das das ist, was die Leute hier sehen wollen? Ist das eine emotionale Geschichte? Glaubst du, dass du damit der Gruppe hier genügen kannst? Während dieses Workshops wird mir klar, dass ich mein ganzes Leben gegen meine inneren und äußeren Miesepeter kämpfe, um meine persönliche Zufriedenheit. Ich treffe die Entscheidung, in jeder Situation das Positive zu suchen. Ich bin genug, ohne und das, was mir in der Vergangenheit passiert ist und das, was in Zukunft noch passieren könnte, lässt mich mehr leiden, weil es nicht existiert. Was mich leiden lässt, sind meine Gedanken daran. Ich habe euch schon kurz über meinen Goldmagnet erzählt. Bei mir hat sich daraus meine Lebensphilosophie entwickelt. Und zwar steht: Gold in dem Zusammenhang für Gedanken, für das, was wir tatsächlich permanent denken. O für Optimismus. L für Lebensfreude als grundbejahendes Lebenseinstellung. Und D für Debüt, die Möglichkeit des ersten Versuchs und immer wieder neu anzufangen. Und eben Magnet dafür, für das, was wir anziehen wollen. Jetzt lass uns kurz anschauen, was wissen wir denn eigentlich über unsere Gedanken? Dr. Joe Dispenza sagt, dass wir zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken am Tag haben. Ich meine, hat schon mal einer von euch nachgezählt? Ich auch nicht, aber ich habe gesagt, ich bin Ostwestfale, ich genüge mal mit 60.000. Ich denke ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger. Gleichzeitig hat mir Volker Busch auf einer Veranstaltung gesagt, dass wir während des Schlafs nicht denken, sondern nur die Gedanken unseres Tages verarbeiten. Ich schlafe ganz gerne als Ostwestfale, ich schlafe nämlich 8 Stunden. Das ist für mich mathematisch jetzt gleich einfacher zu rechnen. Also heißt, wir haben 60.000 Gedanken an 16 Stunden. Das heißt, wir haben im Schnitt ungefähr 3.600 Gedanken pro Stunde. 60 Gedanken pro Minute, ein Gedanke pro Sekunde. Unsere Gedanken sind zu 70% unbewusst. 27% sind negative, destruktive Gedanken und nur 3% sind positive Gedanken. Das bedeutet, wir haben alle 3,5 Sekunden einen bewussten negativen Gedanken. Sag mal, wie lang ist eigentlich so eine Ampelphase? Das ist eine gefühlte Ewigkeit, oder? Und nur alle 30 Sekunden haben wir tatsächlich einen positiven Gedanken. Forscher der Uni Stanford haben sich mit dem Thema Gedanken auseinandergesetzt. 90% unseres persönlichen Glücksgefühls sind keine wahren Tatsachen, sondern unsere subjektiven Wahrnehmungen. Also wir haben es selber in der Hand, wie wir das handeln. Gleichzeitig haben die anderen amerikanischen Wissenschaftler aus Boston sich einfach mal mit Optimismus auseinandergesetzt. Die haben einfach eine Arbeit vorgestellt, da sind die optimistischen Frauen, werden im Schnitt 15% älter, die Männer 11%. Warum da der Unterschied ist, müssten sich die Frauen vielleicht fragen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort drauf. Aber die Chance, 85 Jahre oder älter zu werden, ist bei den stärksten Optimisten um 50% ausgeprägter. Selbst wenn wir bei den optimistischen Menschen eben berücksichtigen, dass sie vermutlich auch eine gesündere Lebensweise und auch noch auf ihre Ernährung achten und Sport treiben, dann wird der Abstand zwar geringer, aber er ist immer noch deutlich. Ich finde es einfach enorm. Jetzt ist die Frage, wie können wir diese Sachen, jetzt fange ich an mit Naturwissenschaftlichkeit, erst mit Physik, mit Magnet, jetzt noch mit Mathematik, das jetzt für uns zu nutzen. Jetzt habe ich noch kurz die Möglichkeit, versuchen eine Klammer zu machen um Köln, Marathon, Goldmagnet und Ampel. Also, in Köln gibt es gut 1000 Ampeln. Deutschlandweit sind es 1,5 Millionen. Für mich und die anderen Läufer stand zum Glück während des Marathons alle Ampeln auf grün.
zum 100. Geburtstag der Ampel 2014 wurde eine Arbeit veröffentlicht, in der steht, dass wir deutschen Autofahrer 2 Wochen unseres Lebens an roten Ampeln warten. 2 Wochen. Ein Urlaub. Wahnsinn. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Es liegt an uns, wie wir diesen Raum nutzen. Ich lade euch ein, den Reiz, die rote Ampel und die Reaktion, das grüne Ampellicht, einfach den Raum dazwischen zu nutzen. Ich lade euch ein, nutzt diese Zeit, egal ob als E-Scooter-Fahrer, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, nutzt diese Zeit für euren persönlichen kurzen Wellnessurlaub. Konzentriert auf euch eure Atmung. Entspannt euch. Nutzt ihn für euren persönlichen Glücksmoment. Lächelt eure Nachbarn rechts und links an. So, wie ihr euch fühlt, wie ihr im Urlaub seid. Ich habe euch ja gesagt, ihr verbringt 2 Wochen eures Jahres oder eures Lebens tatsächlich an roten Ampeln. So viel wie einen Urlaub. Es liegt an uns, diese Zeit zu nutzen. Wie gesagt, Reiz, Reaktion, dazwischen ist der Raum. Gedanken sind Magnete deiner Zukunft. Ich danke euch. Marco Jürgens!